Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier in Thüringen mit Jonas Hack und Ohl. Alles Season Ready und so. Ne? Ich persönlich habe es aufgegeben mit den Strahlen hier. Aber was kommt, persönlich glaube ich auch nicht. Aber das ist auch egal, wir haben immer so. Wir haben es erst einmal so gemacht, dass wir jetzt extra Strahlen haben. So, ich werde auch noch einen zweiten bauen, irgendwann. Wenn ich Lust und Laune habe, also Geld dafür übrig habe. Oder Pumpe ich nicht arbeiten. Aber nicht ganz auf den Stahl. So, mein liebes Mist abtacken. Bisschen bei der Wand. Da steckt einer der hier fest, das ist ein Fisch. Das heißt, wir können dann einmal eingreifen. So, der Wittner. Seit der beim Laufen lädt, fängt er aus. Ja, B und E zieht zusammen, ne? Und damit drinnen. Das ist das komische bei dem Wolf, aber der Mist geht nicht auf. Ne? So, wer steckt denn hier fest? Unser Fotzi. Hier drin. Zuckerrüben. Achso, Zuckerrüben. Erstaunlicherweise in dem Haufen fährt. Sonst wäre das eher passiert. Ne? Und, dann hier Kurs, ne? Und zwar, wenn wir jetzt hier das so einstellen, in der Richtung links fährt. Ich glaube mal ganz vor, wo wir anfangen können. Wo wir nicht so viel. Nein, noch ein bisschen fahren. Ne? Die Spur können wir mitnehmen. Nicht klar. Das ist ja die Spur. Wenn die gesammelt wurde, die haben wir gleich noch nicht mehr. Der nächste Nervus stellt auch ebenfalls auf die Nase. Aber da geht noch was rein. Nachts wird eh auf 30 gestellt. Ja, auch auf Risiko, dass das Gras dann weiter weggeht und eine Witterung verleiht. Dann lass mal gucken, links, rechts und haben wir das mehr. Hier vorne fangen wir an. Und zwar die Bahn. Die Bahn würde ich hier mitnehmen. Da ist das hier auf der linken Seite. Erstmal löschen. Ja, die müssen wir beide neu machen. So, kein Kurs geladen. Das ist schon mal richtig. So, hier müssen wir nehmen. Button. Ich glaube 38 heißt normalerweise, ich weiß es. So, vielleicht mache ich auch beim nächsten Mal anders, weil ich ja im Prinzip wieder von der Mitte anfangen werde. Wir haben viel Fläche für unsere Transportordnung. So, warten. Dann brauchen wir die Verfügung, die Lage von 38. Dann soll es der linke Kurs sein. So, naheliegender Punkt wäre jetzt hier. Ne? Mal gucken, wer das hinkriegt. So, rechnen. Die Richtung, also Richtung Halle oder jetzt links rein. Oder hat das komplett vielleicht immer Köchel warm? Das ist klarer zu erkennen ist von dem System her, dass wir da irgendwas durcheinander haben. So. Jetzt nehmen wir hier die Uhr. Machen wir was. Und hier ist ja eins erkennt, dass nur eines ändert ein Kurs ist. So links. Rechts, so weit das, rechts, weit das. Da lang.
2 für... Ja, nur dahin. Vielleicht hier führen und jetzt hier auf Null machen. Allgemein ist besser, man macht die Arbeiten und anfängt komplett auch fertig. Dann ist es die Gefahr, so wie hier jetzt, im Prinzip geringer. Macht es ein bisschen leichter, aber leider ist es ja nicht so. Meine Zeit hier auch begrenzt ist. Jetzt fährt er in der Mitte. Jetzt werde ich mal ein bisschen hier eingreifen. Und zwar werden wir noch seitlich. Bis auf die Spur kommt, die wir jetzt haben wollen. Hier. Und dann beginnen wir von Null. Das muss man mal. Das ist ganz komisch. Frag mich nicht, wieso das so ist, aber so. Jetzt lassen wir es so. Kann es sein, da vorne wo es noch extra liegt, aber das wäre jetzt auch mal egal. Ne? Der erste fällt ja immer noch Richtung Vollschocknung. Könnte man also lassen normalerweise. Warum nicht auf dem Feld? Vielleicht hat er jetzt auch so, dass beide entsprechend geliefert werden können, ohne dass wir da groß eingreifen müssen. So, müssen wir schauen, ob das gut ist. Gut aus. Also meine Sorge ist eigentlich, mein gut, wenn das jetzt heu werden würde, wäre es gut, das wäre es egal, wenn wir das im Lager fahren, das wäre wenig. Ne? Aber. Wenn man das Razzinage machen möchte, dann wäre das durch ungünstig. Ne? So, jetzt ist die Frage, hat er hier schon mal was gemacht? Ja, egal. Irgendwo müssen wir jetzt schauen, ob wir da eine Spur einkriegen. Ne? Ja, gut, hat er ja, die Bahn hat auch nichts. Ist schwierig. Ne? Also, da geht's. Der nächste, ja. Jetzt der andere muss halt fahren, ne, wo er fährt, ne? Ja, wo der unterwegs ist, muss auch unterwegs abfahren konnte, ne? Das ist blöd. Jetzt wieder voll. Das ist jetzt hoffentlich die Diskussion da, ne? Da wieder eingreife, damit er wieder einen Punkt, wo man nicht weiß, was anfangen soll, ne? Aktuell alles voll ist. Jetzt löst jetzt auf 15 einstellen. Und morgen früh dann hier laufen wir, dass das mal wächst. Heute ja noch dünn. Ja, das ist ein Problem. Also 61 km/h fahren ist gut, aber der andere fährt nur 10, weil er ja passiert Abladeboot nicht machen konnte. Und so ist er voll geworden, weiß ich auch nicht. So,
Grunde warte ich nur drauf, dass der Sonnenblumen einmal wachsen. Und dafür dann hier entsprechend eingreifen können und düngen. Licht hat er auch wieder mal. Fast voll. Da können wir ein bisschen Geld setzen, ne? Da können wir gleich nochmal die Stroh. Da hätte er gleich eine Klage genommen, ne? Normalerweise ist das nicht so gut. Verzieht sie alles. So. Gehen wir an der Kreis dazu und dann haben wir ein bisschen Geld. Schon so eine Sache, ne? Können wir gleich mal anfangen. Kohle wird sich nicht lohnen, aber. Schon zurück, damit wir noch ein Geld haben. Jetzt haben wir immer ein bisschen weniger Zinsen. Ne? Also, Zinsen ist aktuell schon wieder bei. Kommt noch nichts, aber das kommt garantiert bei 450, kommt was zusammen. Gut. Wir müssen abgeben und das können wir gleich mal sehen. Lager holen, auch gleich für die Gäste. Seht ihr was? Ich will jetzt Mutter Lichter aufbauen. Die genau das gleiche. Licht ist auch von Arsch. Das ist dunkel hier. Aber da kannst du ja Angst. Schauen, ob das Licht geht. Aber warum ist kein Licht? Das ist ein Abbau.
den Mann, ich kriege heute Nacht. Und nicht viel raus jetzt. Vielleicht vor der Wand drauf, ne? Jetzt sieht hier auch nicht hin. Da kriege ich auch nicht hin. Nach oben. Ja, hab die aktiviert auch. Durchdrehen Reifen. Schon bei der anderen Weg steht. Die Reifen sind immer. Oder irgendwo einen Baum gesucht. Da kann er nachts arbeiten, ne? Das haben sie entschieden, okay. Ach, Gott sei Dank. Und der kann dann wieder weiterarbeiten, wenn nämlich der andere. Ja, auf gut Deutsch, dann ist schlecht. So, liebe Zuschauer, das ist mein Zeichen für heute. Ich sage euch heute auch wieder schönen Dank fürs Reinschauen. Nochmal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Lustos, ne? Sei gegrüßt. Ja, wir machen morgen weiter. Beziehungsweise ich mach gleich weiter. Dann nochmal tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.